Nach einer Pause in der Corona-Krise finden sie nun endlich wieder statt. Die Elektriker- und Elektro-Service-Partner-Treffen der Salzburg AG. Der Andrang ist groß, denn regelmäßiger Austausch ist wichtig, sagt der Vertriebsleiter der Salzburg AG, Markus Wiethölzl. Wir als Salzburg AG arbeiten natürlich sehr vielschichtig mit den Elektrikern und mit den Elektro-Service-Partnern im Bundesland Salzburg zusammen. Und da wollen wir natürlich aus erster Hand hier auch die Möglichkeit nutzen und zu informieren und uns auch auszutauschen. Was uns als Salzburg AG natürlich auch sehr wichtig ist, dass wir hier eine Partnerschaft mit den Elektrikern und Elektroservice-Partnern im Bundesland Salzburg auf Augenhöhe führen können. Und diese Partnerschaft wird geschätzt. Die Persönlichkeiten passen gut zusammen, verstehen sich gut und das ist der Ton macht die Musik und das ist das Wichtigste für uns. An 5 Terminen im ganzen Bundesland werden die wichtigsten aktuellen Themen der Branche besprochen. Etwa Änderungen bei den Bedingungen für den Zugang zum Stromverteilernetz, Neuigkeiten bei der Leistungsverrechnung oder den Ausführungsbestimmungen. Aber natürlich auch Neuigkeiten PV, E-Mobilität und bei den erneuerbaren Energiegemeinschaften. Und natürlich referieren wir auch über die aktuelle Situation am Strommarkt. Die Treffen der Partner sind auch wichtig, um die Herausforderungen in der Zukunft zu meistern. Darunter auch die steigende Nachfrage nach Photovoltaik und Elektromobilität. Dass wir das alles schaffen und dass wir die Energiewende schaffen, wird schwierig genug werden, weil wir vielleicht zu wenig Betriebe haben, zu wenig Mitarbeiter haben. Aber wir schauen auch, dass wir Fachkräfte wieder nachkriegen. Das ist auch unser wichtigstes Gut, was wir haben. Und dass wir schauen, dass wir die Energiewende schaffen, weil es hängt an den Elektrikern. Gemeinsam am Ball bleiben. Das ist wichtig, denn die Zukunft hält einiges bereit.